Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus DGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, oh nee, das wollte ich gar nicht machen. Ich wollte Q drücken. So, und wir haben hier jetzt, guck mal, wie gut die da rauskommen. Ey, die vier Felder, da ist das Förderband voll, ne? Ja gut, das hat aber auch ab und zu Pausen, ne? Naja, das müssen wir gucken jetzt hier, ne? Wenn jetzt dann drei die ganze Zeit immer reinladen, da geht schon was. Da geht schon richtig was. Also da kommt schon gut Material raus. Alles klar. Okay, nee, das sieht schon mal ganz gut aus. Wo es jetzt hier natürlich noch hapern könnte, ist, dass denn hier irgendwann das mit den Samen voll läuft. Aber ich denke mal, das Risiko müssen wir jetzt einfach eingehen. Aber wir müssen sowieso hoffen, dass da mal irgendwann Samen überbleiben oder ähnliches. Und ja, gut. So, jetzt sollte aber hier der ganzen Sache nichts mehr im Wege stehen und hier ab und zu mal was produziert werden und eventuell sogar schon wieder Energie in Form von Festbrennstoff bei unseren Verbrennungsanlagen ankommen. Ich hoffe doch mal einfach. Nutzt ihr denn das schon? Na, ihr habt noch das Material. Ah, hier kommen so die ersten Klötzchen kommen hier. Das könnte... Habe ich noch... Nee, habe ich nicht mehr. Warte mal, ich hole mir noch mal einmal. Eine Reihe mache ich noch mal voll mit. So. 1000 werde ich noch mal rein investieren hier. In die Energiegewinnung. So, und dann sollte das aber eigentlich durchaus reichen. Gut, okay, dann hätten wir das. So, ich sammle mal hier den Sand nochmal ein. Dieser Sand. Was ist 7 mal 7? Feiner Sand. So, dann habe ich hier mal so ein bisschen von dem Material, damit die hier ein bisschen mal mit ein bisschen Geschwindigkeit hier den Slack Slurry, den Crystal Slurry machen können. Damit hier mehr in der Leitung drin ist. Damit hier auch mal ein bisschen was anläuft hier an den Maschinen. Damit hier ein bisschen mehr Material rauskommen kann. So. Gut. Die Forschung. Achso, die Forschung ist soweit. Heatpipes haben wir. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Burner Heat Source 1. Ich weiß gar nicht. Wärmetauscher, den brauchen wir auch, ne? Sagen wir mal, Wärmetauscher, da brauchen wir noch den Heizkessel 3. Oder war das jetzt, reicht jetzt aus die Burner Heat Source? Ich muss noch mal ins Discord gehen. Da wurde mir ein Bild geschickt. Na gut. Forschen wir es mal den hier, ne? Kessel 3. Ist ja nicht weiter schlimm, wenn wir den haben. Haben wir den. Die Frage ist halt immer, müssen wir denn irgendwo mal machen. Da müssen wir mal gucken, wie das zusammengesetzt wird und welchen Metallmixerofen wir dazu nutzen können. Damit wir das denn da ja, auch dementsprechend einfach aufbauen können mal. Haben wir denn schon die Möglichkeit, Inmoplätze zu machen? Ich denke ja, ne? Sollte gehen. Inva, da unten ist Inva. So, Casting Machine aus Molten Inva. Ne, aus Molten Inva würde ich natürlich nicht hinstellen. Warte mal, wir gucken mal nochmal. Suchen. Inva Kobalt Steel Armor? Nee. Herstellung? Geht nur so. Okay, Molden Inva machen aus Steel Ingots und Nickel Ingots. Nickel haben wir ja da. Wir könnten Nickelverarbeitung könnten wir sogar machen. Und dann müssen wir auch Steel Ingots machen. Okay, gut. Das heißt, hier muss ich doch hier ein bisschen abzweigen. Nickel haben wir, glaube ich, da hinten in der Kiste drin. Dann werde ich den Nickel erstmal zu Nickel Ingots verarbeiten. In einem Ofen, der das machen kann. Ich glaube, da muss ich noch irgendein Gas dazu beiführen, ne? Wir werden sehen. So, wie sieht es hier aus eigentlich? 1,1K drin. 1,5K drin. Ah, mit dem überflüssigen Schwefel, da müssen wir noch mal ein bisschen was machen. So, hier haben wir schon ein bisschen Nickelohr. Aus dem Nickelohr können wir jetzt in so einem Blastfurnace, wenn wir dann einen haben, machen können. Aber bestimmt, ne? Oder braucht man... Ah, warte mal, wir müssen mal gucken. Nickel, 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 Nickel. Nee, das war schon richtig. Herstellung. Roten Nickel, Nickel Ingots. Blast Furnace, Carbon Monoxide. Gibt es noch was anderes? Achso, das ist ja nachher die Karton. Wo kriege ich den Carbon Monoxide jetzt so schnell auf die Schnelle mal her? Nochmal durchklicken. Carbondioxid und Hydrogengas. Das geht auf jeden Fall.
Durchfeld, Water und Carbon. Hm. Oder Chromohr und. Nee. Jo, dann Carbondioxid und Hydroxingas. Okay. Damit mal ein bisschen Carbonmonoxid. Wo baue ich das denn jetzt mal hin? Das soll ja bloß erstmal schnell ein paar Nickel-Dinger machen hier. Damit ich dann ein bisschen Ingwer habe. So, das sind Iron Ingots, die sollen zu Steel Ingots gemacht werden. Da brauchte ich auch, glaube ich, das Gas dazu, ne? Hier. Das geht da runter. Na, hier haben wir ja ein bisschen Platz. Hier können wir ja ein bisschen rumferkeln. So, also, wir ferkeln jetzt so rum. Wir wollen Carbon Monoxide machen. Da brauche ich garantiert so ein Teil hier. So ein Chemical Plant. Oder so ein. Ja, das werden wir gleich sehen. So, da wir aber zwei Eingänge haben und einen Ausgang, denke ich mal, wird das, so ein Ding hier gebraucht. Da ist es. So, du sollst mir mal machen. Carbon Monoxid. So. Nee. Nicht mit dem Bauplan, warte. Dioxid. Carbondioxid. Carbondioxid. Das soll dabei rauskommen. Genau. So. Kommt Purified Water dabei raus. Das müssen wir irgendwo mit reinbringen. Hier ist ja auch Wurst. Da haben wir ja hier noch dieses. Achso. Nein! Was? Neue Startzeit? Keine Ahnung, was er jetzt für ein Skill da aktiviert hat. Das ist mir auch. Dieses Ding, ne? Dieses Ding, dass das immer überall zuhört. So langsam geht's mir auch auf den Sack. Ich meine, was interessiert Jeff Bezos, was ich hier manchmal erzähle, ne? Merkwürdigerweise, muss ich jetzt wirklich mal sagen, da haben wir Monoxide, das Purified Water, da werden wir einfach den Tank ableiten und dann werden wir den Tank abreißen und gut, dann ist das weg. Für diese kurze Art und Weise der Produktion, die wir das hier brauchen, ist das, glaube ich, nicht weiter schlimm. So, wo haben wir denn hier unseren Blast für? Das habe ich schon einen hergestellt. Nein? Na dann, ab dafür. So, ist das jetzt auch einer? Ja. So. Einen Tank brauche ich dann noch einen kleinen. Hier. So, Blast für das, wo bist du? Da. Du sollst mir mal Nickel machen. Da brauchst du da einen Anschluss. Carbonmonoxid. Bringen wir hin. Also Kohlenstoffmonoxid. So. Und dann machen wir hier das. Da rein. Und dann kriegst du jetzt hier die Ingots. Brennstoff brauchst du noch. Moment. Oh, Brennstoff, das ist ja jetzt nun, ne? Drücken wir hier mal kurz F. Und dann nehmen wir hier mal ein bisschen Brennstoff ab. So. Denke mal, das sollte dir reichen. Zack. So. Und dann machen wir hier Kiste rein, Kiste raus. Und dann machen wir da Strom dran. So. Und dann gucken wir mal, wie mache ich Stahl-Ingots. Das muss ich auch gleich mal machen. Heizkessel 3 ist erforscht. Sehr gut. Das führt mich zum Wärmetauscher 1. Auch schon starten. So. Ah ja. Auch Brennstoff. Das ist ja fies. Noch ein bisschen was über hier gerade. So. Gib dem erstmal wieder ein bisschen. Na, die Brennstoffversorgung ist halt noch nicht vollautomatisch. Da könnte man auch nochmal drüber nachdenken, ob man diese ganze Energiegewinnung vielleicht andersrum aufbaut, damit man die Brennstoffversorgung dann automatisch machen kann, aber na gut. So, nehmen wir erstmal hier ein bisschen was runter und dann haben wir hier noch eine Kiste, ne? Nehmen wir aus der gleichen Kiste raus, vielleicht sollte ich mal aus anderen ein bisschen mit rausnehmen, damit die dann auch noch wieder ein bisschen was ablagern können. So, dann haben wir uns erstmal Brennstoffe eingenordet hier, jetzt habe ich wieder viel zu viel davon, aber macht erstmal nichts. Ich verteile den jetzt erstmal
Und zur Not kann ich ihn hier oben bei den Filteranlagen reinschmeißen. So. Da war noch gar nicht so viel drin. So. Gut. Okay. So, dann haben wir das. Erstmal wieder verteilt. So, hier. Achso, hier kann ich den Linkrempel reinschmeißen. So. Und dann muss ich da hinten erstmal mir Steel Ingots noch dann erzeugen lassen gleich und dann herholen und dann können wir immer machen. So, Steel Ingots. Machen wir noch ein paar mehr hier. Darf ich das mal abkisten? Kurz. Mal kurz hier so ein bisschen mit abgreifen. Wenn die hier nicht mehr da reinpappen können, dass er dann da reinpappen kann. So, gut. Und dann gucken wir mal, was brauchte ich für Steel Ingots. Ingots sind hier, ne? Steel, Silicon, nee. Steel Ingots, Herstellung. So, da brauche ich Oxygengas und Iron Ingots. Hm. Ja, dann haben wir doch beides hier. So, haben wir schon mal all die Iron Ingots. Dann machen wir doch noch einen Blast Furnace hier schnell mal hin. Es ist auch geferkelt, ich weiß, aber wir ferkeln gerade ein wenig rum hier. Das muss natürlich später alles noch ein bisschen schöner gemacht werden. Aber es ist erstmal wieder, dass wir weiterkommen. Dass wir dann das erste Invar haben. Denn das bräuchten wir ja dann, um die Produktionskapazität für Strom da hinten dann zu erhöhen. Und, ja, das ist ja so ein kleines Ziel, was man immer hat. Und solange wie hier die Forschung mit diesen grünen und roten Fläschchen so läuft, lasse ich doch laufen erstmal. Sieht hier erstmal ganz gut aus. So, dann machen wir hier den Blast Furnace hin. Du machst mir Steel Ingots. Genau da draus aus dem Material. Und Christian hier, warte mal, Kiste rein, Kiste raus. Dann machen wir das so dahin. So. Pick up. Ummast. Ingots. Ingots. Brennstoff. Ach ja. Warte mal. So, machen wir Steel Ingots. So, der macht schon mal Steel Ingots. Sehr schön. Okay, also Nickel Ingots werden schon mal gemacht. Steel Ingots werden schon mal gemacht. Das ist schon mal sehr gut. Also Kohle. Für Bedarf, Bedürftige. Warte mal, ich kann hier mal. Nehmen wir hier zwei Stacks raus und dann. So ein bisschen Brennstoff sollte man wirklich mal in der Hosentasche haben, ne? Naja. So, dann kriegst du hier noch ein bisschen Brennstoff wieder hin und du kriegst noch ein bisschen Brennstoff rein hier. So, dann haben wir noch 195 extra. So. Und dann haben wir hier schon die ersten Steel Ingots. Sehr schön. Und dann können wir ein bisschen Inma machen. Und dann können wir mal gucken, wie das denn weiter sich ausbreitet. So, dann brauche ich dann aber noch einen Induction Furnace und eine Casting Machine. Nicht genug Komponenten, dort fehlt mir denn? Stahl fehlt mir, okay. Kein Problem. So, die müssen wir dann nämlich nachher da anbauen, wo wir das Inver machen. Und hier haben wir schon die ersten 100 Platten. Sehr gut. Obwohl, warum nehme ich die mit? Brauche ich da erstmal auch gar nicht. So, wie viel habt ihr jetzt hier noch? 131, also das geht jetzt bald zur Neige hier. Also, dann sehen wir hier, oh ja doch, das ist schon ein bisschen was. Also da könnte schon ein bisschen Inver bei rumkommen. Ich glaube, das mit dem Kobalt muss man dann ja später auch nochmal so machen, ne? So. Dann werde ich jetzt mal ganz kurz hier ja, das will ich nicht. So, dann haben wir hier so, oh,
guck gerade mal im Discord. Denn die Heatpaps, die muss man komplett durchlegen, ne? Oder sind die miteinander verbunden? Dann in der Mitte die Kohle rein und die reichen hier durch. Nee, achso, ich bin außen, kriegst auch noch Kohle. Und da wird es unterirdisch reingeleitet. Ah, okay, gut. Das sieht natürlich sehr interessant aus. Das mit dem Nachbarschaftsbonus, der dann dabei entsteht, ist natürlich gut, ne? So, Wärmetauscher brauche ich ja dann, weiß ich nicht, ob ich die Wärmetauscher jetzt gebraucht hätte. Aber doch, das brauche ich ja durch die Heatpipes, ne? Die Heatpipes und dann das Wasser durchleiten. Ja, ja, genau. Gut. Dann brauche ich jetzt noch die Dinger hier, ne? Research Heat Power. The Burner Heat Source Burns Fuel Items and Generate Heat. Jo, ich glaube genau das war es noch, das wir dann brauchen. Dann kann man hier noch den Fluid, was auch immer der denn alles schlucken kann, aber vielleicht kann ich dem auch ein bisschen was beiwiegen. So, dann starten wir da mal die Forschung. So, und da brauchen wir dann einen Hochofen, 8 Wärmeleitungen und 6 Inmar Plates. Und, achso, ja, das, die brauchen Stahlträger, Kupferplatten. Okay, na gut, also das Material hätten wir da dazu, dass wir das so ein bisschen rumoptimieren könnten. Und damit dann halt eben mehr Dampf herstellen können. So, wie sieht es jetzt hier aus? Es ist so ein bisschen kribbelig hier oben mit der Energie noch. Haben wir ein Energieproblem? Ne, Energieproblem haben wir nicht. Ist das immer noch zu wenig Material, was hier kommt? 16k Nutrit Pulp ist hier schon drin und da haben wir schon ein bisschen Base Mineral Oil drin. Das müssen wir auch nochmal weiterverarbeiten. Das können wir ja auch hier reinbringen dann, ne? Also theoretisch könnte ich das hier unten weiterverarbeiten und damit reinbringen. Ich weiß gar nicht, wo ich das verarbeiten kann drin. Gab es doch das Zeugs hier in Nutrit Pulp. Dann ist hier unten, ne? Verwendung. Genau, das konnte ich dann durch eine Gasraffinerie durchjagen und dann kann ich aus 100% 100 Nutrit Pipe nochmal 60 Fuel Oil machen. Könnte man eigentlich jetzt hier anschließen noch, dann kriegen wir hier noch ein bisschen mehr Fuel Oil rein. Weil das ist das, was jetzt hier gerade so ein bisschen wenig ist oder so. Ist das hier bei den Pressen? Liegt das jetzt hier da dran an der Produktion, dass hier zu wenig produziert wird? Hier mischen wir einen über. Kein über. Auch kein über, aber ein über haben ist schon mal besser als kein über haben. So, 9 von den Dingern habe ich auch noch. So. Ah, der produziert gerade, okay. So, jetzt wird geerntet. Der produziert auch gerade schön. Sandproduktion läuft auch gut. Super. Ich bin begeistert. So, also sagen wir einen zweiten, so einen Kari könnte man hier durchaus noch anbringen. Oder beziehungsweise hier noch einen von denen erstmal mit anbauen. Aber da sind es erst 3 drin, also von daher, da müssen wir dann nochmal ein paar Samen irgendwo über haben. Ne? Naja, wird sich mit der Zeit ergeben. So, obwohl eigentlich theoretisch, warte mal, wir haben doch hier irgendwo, wo habe ich denn dieses Ding hingebaut? Da könnten vielleicht solche Samen sogar drin sein, ne? Nee, Desert Gardens. War Desert Gardens auseinandergenommen? Nee, das sind keine Desert Gardens, ne? Das ist anderes Material hier. Aber da haben wir dieses Teleton Seed, haben wir da. Telenaton. Keine Ahnung, was das heißt. So, das haben wir hier. Das ist natürlich auch gut. Können wir immer gut gebrauchen. So, dann haben wir davon schon wieder 80 Stück. Das ist auch gut. Und da haben wir schon 10 Samen. Das heißt, also, da können wir schon mal 2 Felder direkt mit beauftragen. Ja, bei dem anderen hast du es aus der Frucht rausschütteln können. Ne? Da musstest du nicht irgendwelche alten Samen nehmen und wieder aufbereiten, sondern da hast du es aus der Frucht gekriegt. Und das war wesentlich cooler. Ne? So, hier müsste jetzt sozusagen das Ende erreicht sein. Gut, dann nehmen wir das mal auf und dann machen wir hier mal Inver. Tin. Ah ne, das geht denn hier drin gar nicht mehr. Okay. Das sind dann die Schmelzanlagen. Dann brauche ich die Induction Furnace Geschichte hier. Wenn ich jetzt hier Molten Tin, nee, Molten Silver, nee, Molten Inver würde ich gerne machen wollen. Genau, das muss ich machen.
So, dann können wir das hier erstmal wieder rausreißen und später dann nochmal irgendwo verwenden oder so. Erstmal das hier wegferkeln, dann kann ich das auch hier wegferkeln. So, gut. Dann ist der Gang erstmal wieder ein bisschen freier hier. So, und dann gehen wir mal hier hinten hin. Und stellen hier hinten mal so eine Casting Machine auf und einen Melting Teil. Und eine Ausgangskiste mitnehmen. Ne? Okay, du machst mir Molten Invar. So, du bekommst von hier quasi den Stahl angeliefert. Und hast hier eine Inputkiste. Mit dem Nickel. So, sehr gut. Und du machst mir Invar Plates. So. Wunderbar. Und das hier rein. Und dann brauchen wir jetzt noch ein bisschen Strömlinge hier. Einmal hier. Einmal hier. Und dann sollte das laufen. Gut. Und dann kriegen wir Invar Plates. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. So. Gut, dann können wir irgendwann die Öfen machen. Ah, die muss ich, die erforsche ich ja gerade erst, ne? Ja. So, wie ist denn das überhaupt da oben jetzt mit der Forschung angesiedelt? Ja, die haben wir immer noch, ne? Aber in den Kisten ist gar nicht so viel, ne? 151, 898, 200, das ist voll sogar. Und da sind 400 drin, also wir könnten sogar mehr Forschungslabore quasi dann, wenn wir das jetzt rausnehmen oder gleichzeitig produzieren. Ah ja gut, okay. Aber uns hetzt ja keiner. Wir haben ja noch tausend andere Sachen, die wir dann hier bearbeiten müssen. Und wie wir sehen, hier irgendwie steuern wir auf eine Energiekrise zu. Weil die hier nicht genügend Material produzieren. Okay, da ist das noch zu wenig. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das muss besser laufen hier. Meine Pressen haben zu selten was zu tun. Meine Pressen haben zu selten was zu tun. Das ist unschön. Dreisam. Langt noch nicht die Produktion, ne? Wenn das ich ab und zu was zufüttere, das sehe ich ja gerne noch ein, aber... Dass hier quasi 7 von den Geräten, 8 von den Geräten... Oder fast nur 2 Geräte arbeiten jetzt mit dem Festbrennstoff. Raus. Sollte ich mal so einen Steam Cracker hier noch dazu bauen, damit erstmal das Nutri Pipe noch mit verarbeitet wird? Na komm, bauen wir so ein Ding mal.
Gasraffinerie brauchen wir dafür, ne? Oder wie war das? Ja, eine Gasraffinerie brauchen wir dafür. Gasraffinerie ist das Ding. So. Wenn wir das Ding dazwischen gucken wir mal. Wenn erst ein bisschen mehr Fuel Oil denn quasi kurzzeitig jetzt denn produziert wird, dass da oben ein bisschen mehr geht. Ich sag mal, wir brauchen mehr Samen. Ist immer noch ärgerlich, dass wir das eine Mal da so viele Samen weggeschmissen haben, ne? Wir hätten schon ein bisschen weiter sein können an der Stelle, aber gut. So. Wo baue ich denn das dazwischen, dass das sinnvoll aussieht? Na egal, ich baue es erstmal hier hin. So, sage, ich möchte gerne hier machen, jupp. So. Was ist das für Material? Fuel Oil. Vegetable Oil. Fuel Oil. Ach, das kann ich da oben direkt einbauen. Ah, warte mal, dann. Huch. Dann kann ich das da hier oben reinstellen. Da habe ich bloß hier gar keinen Zugang für gebaut. Nirgends, irgends. Das ist natürlich jetzt hier so eng. Was sieht das denn da? Oh, ich hab wieder. Ah, wieder zu eng gebaut. Wie kriegen wir es denn hin? Kriegen wir es hier zwischen? Aber dann habe ich das Problem, warte mal. Dass der Greifarm dann hier nichts mehr greifen kann, ne? Ein Greifarm kann man nichts mehr greifen. Das ist natürlich ungünstig. Aber ich glaube, das ist auch shit egal. Ich glaube, wir brauchen da bloß einen Greifarm. Aber wenn wir da bloß einen Greifarm brauchen, dann kann ich das auch generell hier mal so machen. Und dann immer unterirdisch. Warte mal. Das hätte ich generell machen sollen. Ja. Machen wir es mal so. Hier kann ich es nicht verbinden. Hier könnte ich es verbinden. Dann habe ich auch keinen Greifarm mehr. Das ist noch nicht ausgeklügelt, aber das kriegen wir hin. Ich brauche Rohre. Nicht sowas. So. Das ist noch nicht, das ist noch nicht ganz ausgeklügelt, das System hier. So, jetzt. Könnte ich quasi den mit dem verbinden. Und das ist dann alles. So. So ein tierisches Problem. Mann, die muss ich ja hier hinstellen, ne? Das Problem ist, die alle keinen Strom haben, also hier irgendwo ein Strommast immer dazwischen stellen muss. So. So. Na gut, okay. Dann steht da erstmal ein Strommast mit dazwischen. So, jetzt hat er auch denn die Möglichkeit, die Kohle da einzuliefern, wo sie hingehört. Der auch, der auch, der auch und der auch. So. Okay. So. Das Fuel Oil kann jetzt hier drinnen immer hin und her transportiert werden. Das heißt also, wenn ich jetzt von hier oben sozusagen einen Anschluss mache, der da reingeht, sind die alle miteinander verbunden.
So, oder beziehungsweise ich kann ja auch hier den Anschluss reinbauen. Alles klar. Gut, dann brauchen wir jetzt hier diesen Kameraden hier. Oh. Oh. Das ist ja auch ein Kamerad, Alter. Der ist ja riesig. Okay, gucken wir mal, ob wir das irgendwie verknotet kriegen. Wenn du... da kriegen wir das Synthesegas und Acetongas hier, falls wir es bräuchten. Na egal, erstmal brauchen wir das. So, okay, dann hast du das da drauf, auf der Seite. Das heißt also, ich könnte das... Scheiße aus. Wo ist der Klotz jetzt hin? Habe ich ihn nicht abgerissen? Ach, da ist es ja. So müsste auch gehen. Na, ja. Jetzt muss ich das Material bloß da oben reinkriegen, hier an dieser Stelle. Naja gut, das sollte jetzt auch nicht so das Problem sein. Das können wir ja einfach mal von hier so holen. Nee. So. Und so. Boah, der pfeift ja richtig los hier. So, und dann haben wir da Glycerin-Gas und das müssen wir jetzt natürlich noch in einem Tank. Der macht hier richtig pfeifende Geräusche, ne? In einem Petrochem-Tank werden wir das unterbringen. Aber so kriegen wir dann noch ein bisschen mehr Fuel raus. Und das könnte vielleicht weniger werden. Man weiß es nicht. So, wir gucken hier. Also auf jeden Fall hat er Vollproduktion erstmal. So, jetzt hat er natürlich dann irgendwann genügend von dem Zeug da drin. Okay, dann muss ich den Tank erstmal hier unten hinstellen. So, da kann das noch ein bisschen was rein hier. So. Ich finde das Pfeifen finde ich schon mal sehr interessant. Gut, dann haben wir die Folge auch wieder auf eine halbe Stunde gebracht. Mann, ich wollte mich hier mal eine 20-Minuten-Regel halten. Da komme ich einfach nicht zu. Ich schaffe es einfach nicht. So, jetzt nehmen wir hier nochmal Kohle raus und werden hier nochmal die Dinger mit... Ach, die müssen gar nicht mehr mit Kohle feuert. Okay, dann bringen wir die Kohle wieder zurück. So, das wäre ja flexibel. So, dann kann ich hier noch ein bisschen Kohle zurückbringen. Ein Stack behalten wir mal. So, für die Notfälle. Okay, also jetzt kommt hier, keine Ahnung, ob jetzt hier mehr rauskommt oder nicht mehr rauskommt, aber es ist auf jeden Fall so, dass sie jetzt gleichzeitig mehr vielleicht produzieren könnten, weil die miteinander verbunden sind. Der kann erstmal ein bisschen was machen. Der macht hier aus diesem Material, was hier drin ist, Glycerolgas. Das könnte man zur Sprengstoffherstellung nachher später gebrauchen. Beziehungsweise hier wird dann ordentlich weiter noch ein bisschen mehr Fuel Oil hergestellt, was dann hier weiter verarbeitet wird. Das haben wir schon mal so weit hingekriegt. So, jetzt gucken wir noch mal ganz kurz, ob hier bei unseren Pips nicht langsam mal endlich mal irgendwie so viele Samen über sind, dass wir den nächsten damit bedienen können. Aber das sieht noch nicht so aus. Ist keiner über. Der ist gerade am Produzieren, ist keiner noch nicht über und haben wir hier einen über. Hier sind zwei über. Das ist sehr gut, weil wenn hier zwei über sind, dann können wir den nämlich mit in Betrieb nehmen und dann können wir hier den kleinen Roboter mit ranstellen, der nach da droppt. So. Und dann haben wir hier den nächsten in Betrieb. Dann haben wir nämlich vier Felder. Also quasi ein bisschen mehr Produktion hier noch. Dann wird dieses Förderband wahrscheinlich die ganze Zeit voll liegen. Na gut. 10 Felder habt ihr ja gesagt, sind mindestens nötig, glaube ich. Oder irgend sowas wurde gesagt, dass ich das hier so ein bisschen sinnvoll betreiben kann. Wir haben erst 4 in Betrieb, aber ich hoffe, dass natürlich jetzt dadurch, dass ich jetzt auch immer mal wieder ein bisschen mehr kriege, auch die Samen sich mal irgendwann so viel sammeln, dass wir da weiterkommen. Gut, okay, aber hier quasi jetzt insgesamt gesehen 25% mehr oder plus 33% erstmal obendrauf. Das ist ja mal so eine Rechnungart und Weise. Die Zahl kann man sich hier hin und her schieben, wie man möchte. Gut, okay. Hui, das soll es erstmal gewesen sein für heute. Der Tank wird gut leer, also das ist jetzt auch nur ein kurzzeitiger Boost von der ganzen Sache. Aber wir sehen schon, er wirkt und wir haben auch Rückstau und ja,
dann können wir dann hier irgendwann, wenn wir die Forschung oben weiter betrieben haben, natürlich hier den Umbau auf eine andere Art und Weise für die Energie machen und dann werden wir dieses Windradfeld hier vielleicht eventuell mal irgendwann gänzlich entfernen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und so ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.